Wir sind hier zum Sommerfest des Instituts für Staatspolitik in Schnellroda. Es ist erstmal eine großartige Gelegenheit, viele nette Menschen wiederzutreffen oder auch zum ersten Mal zu treffen, sich auszutauschen und sich untereinander einig zu sein. Wir sind hier gerade in Schnellroda und hier ist wieder das Sommerfest. Und das Sommerfest ist was ganz Besonderes. Es gibt, wie bei vielen anderen Festen, Bratwurst und Bier, aber es gibt eben Bücher, Gespräche, Diskussionen und ganz viele tolle Leute. Ich erinnere mich noch gut, vor 20 Jahren, da hatte ich mit der Parteipolitik eigentlich schon abgeschlossen. Und dann kam ich hier im Umfeld von Schnellroda, im Umfeld des Instituts für Staatspolitik, mit der Metapolitik in Kontakt. Und das hat mich nachhaltig geprägt. Wir sind hier beim Sommerfest in Schnellroda. Heute war ein herrlicher Tag, es war über 30 Grad. Und ja, die Stimmung ist wie immer schön in Schnellroda. Es ist immer ein bisschen wie nach Hause kommen, wenn man hier allein schon nach Schnellroda reinfährt. Dann fallen so der ganze Alltagsstress eigentlich von einem ab. Wir werden so oft angegriffen und manchmal ist es einfach schön zu wissen, wir sind derselben Meinung bei den wesentlichen Fragen. Und für mich ist es heute besonders schön, weil ich offiziell mein Buch Politik von Rechts vorgestellt habe. Und ich möchte auf die Frage, was führt uns hier zusammen? Was machen wir eigentlich? Eine Antwort geben. Und das ist der Anfang. Wir wollen weiter diskutieren. Und ich glaube, jeder von uns, ich eingeschlossen, werden morgen schlauer von hier abreisen, als wir hergekommen sind. Also ein ganz großartiger Treffpunkt, Kontakte zu knüpfen, Kontakte wiederherzustellen und einfach schön. Ja, also Sommerfest. Und das ist für mich sowas wie die Ernte des Jahres. Wir haben uns angestrengt in unseren verschiedenen Projekten, Sezession, Antaios, Institut, wir machen die Akademien, wir machen unsere Buchreihen, wir konzentrieren uns auf 6 Sezessionhefte pro Jahr. Und dann kommt eben dieses Sommerfest, 2 Tage, und man merkt plötzlich, von welch guten Lesern, Förderern, Leuten man umgeben ist. Lernt sie kennen, kommt ins Gespräch und sieht, das sind Leute, die wie wir tief lesen, tief denken, sich tief gründen wollen. Es macht immer Spaß, mit gesichert rechtsextremen Zeitgenossen die Zeit zu verbringen. Hier ist der Kern, hier trifft sich der Kern. Hier sind die Leute, die die Vorarbeit leisten für die Partei, fürs Vorfeld. Die Leute, die die Weichen gestellt haben dafür, dass die AfD jetzt bei 20% und mehr steht. Es macht Spaß, mit solchen Leuten in Austausch zu treten, einen intellektuellen Austausch zu treten. Das ist wichtig neben dem parlamentarischen Tagesgeschäft. Wir müssen auch immer die Sinne schärfen für die wichtigeren, für die übergeordneten Fragen. Und das wird hier in Schnellroda getan. Diese gesamte Veranstaltung war eine Oase des freien Geistes. Hier war ein Debattenraum, den man in der Gesellschaft so nicht vorfindet. Hier konnten Gespräche geführt werden. Hier sind Menschen, die aktiv aus dem Wissen auch was tun und sich vernetzen und einen gemeinsamen Weg finden, um für alle das Leben besser in diesem Land zu machen. Sehr gutes Wetter, hohe Temperaturen, der Saal ist immer voll. Ich habe soeben mein Kapp-Lakenband Mitteleuropa hat Multipolarität vorgestellt, wo ich die These vertrete, dass Deutschland jetzt im Zeitalter der Multipolarität die Möglichkeit hat, seine alte Europa-Idee, die Mitteleuropa-Idee, wieder neu aufleben zu lassen. Im Gegensatz zur polnischen Drei-Meere-Initiative. Die Polen versuchen, einen Keil in den Kontinent zu treiben. Amerikaner unterstützen sie dabei. Und wir haben die Möglichkeit, wieder eine Brücke von Westen nach Osten zu bauen und die Beziehung auf dem Kontinent zu erneuern. Also ich kann nur jedem patriotischen, jungen, rechten Mensch eigentlich sagen, kommt man nach Schnellroda, egal ob zu einer Akademie oder zum Sommerfest, jede Reise lohnt sich. Während Eritrea in Gießen die Innenstadt zerlegten, trifft sich hier in Schnellroda auf Einladung des Verlegers Götz Kubitschek das patriotische Lager. Was mir besonders gut gefallen hat, dass es kontroverse Debatten gab, die aber niemals giftig waren, sondern immer versöhnlich und im Sinne unseres Ziels der Heimatrettung geendet sind. 500 Leute, wir hatten zum Anfang Sorgen, dass wir die hier vernünftig unterkriegen, versorgen können. Es war überhaupt kein Problem. Es hat sich verlaufen. Wir waren hier im Rittergut, drüben im Schäfchen haben wir die Vorträge gehört. Gut verpflegt, schöne Gespräche. Also ich würde sagen, es ist eine gelungene Veranstaltung gewesen, eine äußerst gelungene. Wir werden es fortsetzen und ich glaube, dass wir mit dieser Art von Veranstaltung einerseits lockeres Sommerfest mit ein bisschen Bier trinken, ein bisschen Wurst essen, andererseits mit anspruchsvollen Vorträgen und Podien, dass wir damit einen Nerv treffen von den Leuten. Und ich glaube, dass ein riesiger Bedarf dabei ist, sich in dieser Art und Weise auszutauschen. Und dem soll es dienen. Und deswegen kommen die Leute auch gerne nach Schnellroda, weil hier einfach eine Atmosphäre ist, die ist einerseits aktivistisch, zum anderen auch theoriegeladen und die ist freundlich, kameradschaftlich. Man ist gerne hier und unterhält sich.